Zu der nächsten Folge von FIFA 14 Ultimate Team. Hier ist euer Schwibber aus Quadcore LP. Wir wissen noch nicht, ob wir den Namen jetzt so lassen. Vielleicht heißen wir auch bald wieder Triple Mate LP, weil sich leider einer aus unserer Truppe entfernen wird. Aber auf jeden Fall, wir spielen wieder Online Seasons. Sind leider auch wieder in der zweiten, aber mit 8 Punkten gar nicht mal so schlecht. Und noch eine Änderung. Und zwar, da seht ihr neuen Stürmer. Wer ist denn das? Ja, Adrian Ramos. Lewandowski ist gut, sehr gut. Oh, Entschuldigung, ist sehr gut gewesen. Aber ich dachte mir einfach, es macht keinen Spaß, wenn es jedes Mal derselbe Stürmer ist. Adrian Ramos war schon mal bei uns, aber da hat er halt jetzt nicht die Leistungen gebracht, die wir unbedingt haben wollten. Er war gut, aber halt Lewandowski hat ein bisschen mehr Tore geschossen, hatte ich das Gefühl. Uiuiui, die Trikots kann ich nicht nehmen, tut mir leid. Aber, ja. Adrian Ramos wird es dieses Mal auch ganz gut schaffen, denke ich mal. Und, das wird schon gut sein, denke ich. Oh, die Latenz ist gelb, grün, gelb. Ja, egal. So, dann nehmen wir jetzt die Latenz an. Wenn es laggen sollte, dann, ja, egal. So, also Auswärtsspiel. Ich bin in Deutschland gegen Iduna Park. Und gegen einen Deutschen, der sogar sehr viele BVB-Spieler hat. Der könnte ein Fan sein. Wie man sehen kann. Ja, der hat schon fast den ganzen BVB. So. Gut, also. Dann hoffen wir mal, dass wir dieses Mal wieder eine gute Leistung erbringen. So wie öfters. Und, ja, ne. Mal schauen, wie es so läuft. So, gleich der Ball auf Reus. Reus. Dann hinten läuft Ramos. Adrian Ramos. Ramos. So. Riesenchance. Da sieht man es gleich, hat sich direkt freigelaufen. Gleich von Anfang an. Das war schön gemacht, gleich von Ramos. Und jetzt nochmal die Chance von Hummels. Nein! Kopfball früher, warum denn ein Kopfball bitte? Und Philipp Lahm ist gut zur Stelle. Bringt er ihn nach vorne jetzt? Gut gemacht. Oh, das wollte ich doch gerade. Oh, jetzt hier Alaba am Ball. Kann Seitenwechsel machen. Kann der gut kommen? Sehr gut, auch Philipp Lahm jetzt. Wenn Philipp Lahm flankt, kann es gut werden. Eigener Spieler, glaube ich, sogar im Weg. Eieieiei. Ich glaube, Schweini war im Weg oder so. Oh nein, das darf doch nicht wahr sein. Oh, los. Und, ja, okay. Er noch am Ball. Jetzt hat er vielleicht mal die erste Chance, aber. Oh, oh mein Gott. Glück gehabt. Das wollte ich doch gar nicht. So, bringen wir den mal auf Ball auf Müller. Den lasse ich hier momentan auch öfter spielen. Jetzt guter Pass, aber. Nicht so gut für Adrian. So. Okay, und. Oh. Oh, okay, gut. Jetzt läuft Adrian Ramos. Der Pass kommt nicht durch. Da hinten lief, glaube ich, Götze. Aber ja, jetzt läuft Müller. Müller läuft gut. Der Mann kann ja flanken. Aber diese Flanke ist komisch. Extrem schlecht war die. Viel zu kurz. Halb hoch vielleicht. Oh, schön. Oh. Nein. Ja. Balleroberung. Nein. Oh, jetzt hat er vielleicht eine Chance, aber Philipp Lahm mehr zur Stelle. Gut gemacht gegen Lewandowski. Jetzt hat Blaschikowski auch wieder den Ball. Oh, da ist der Fehler gewesen. Und Alaba ist da, um den Ball wegzuklären. Mann, Mann, Mann. Jetzt kommen wir auch gar nicht mehr raus. Und wieder er am Ball. Immer noch er am Ball. Und Reus hat ihn. Reus bringt ihn auf Ramos. Wieder Reus. Reus bringt ihn schlecht auf Müller. Sehr schlecht. Oh. Oh. Alaba, komm jetzt raus hier. Wir müssen raus hier. Los. Jetzt läuft vielleicht mal irgendwer. Egal. Komm, spielen wir den Ball auf Ramos. Ramos kriegt den Ball sogar. Adrian Ramos kriegt ihn aber nicht nach rechts gezogen, oder? Na. Oh. Jetzt hat er eine gute Chance. Ramos erobert nicht den Ball, sah gerade danach aus, aber dafür Schweini bringt den Ball gut. Könnte auf Ramos kommen, kommt aber nicht. Schade, schade. So, okay. Oh, okay, jetzt bringt den auf Lewandowski. Philipp Lahm ist aber zur Stelle. So, also heute spielt ja auch Bayern gegen Dortmund. Und ja, ich würde mal gerne wissen, so von euch. Ja, was glaubt ihr denn, wer hier gewinnt? Ich würde mal sagen, also ich bin natürlich für Dortmund, wer meine Folgen kennt.
der sollte auch wissen, dass ich Dortmund-Fan bin. Und ja, ich denke auch, dass sie gute Chancen dieses Mal haben, nicht 3:0 zu verlieren. Ja, das wird besonders schwer natürlich wieder für Götze, seine alten Kameraden wiederzusehen. Natürlich ist es zwar ein Auswärtsspiel, also ist jetzt kein hoher Druck, nicht so ein hoher Druck für Götze, aber ich denke mal, sowas ist trotzdem ziemlich schwer für so einen Spieler. Ich meine, da hängen natürlich auch viele Erinnerungen an den Verein und das vergisst man halt einfach nicht so schnell, denke ich. So. Okay, jetzt versuchen wir aber heute hier erstmal was zu leisten. Ja, schön auf Müller. Götze rennt. Mario Götze. Ich glaube, Reus rennt gut rein. Reus rennt sehr gut rein. Was für ein Tor. Weltklasse-Flanke Mario Götze. Die ehemaligen Spielkameraden Götze Reus. Das war eine sehr gute Flanke. Und Reus nutzt sein Tempo. Und ein guter Kopfball. Nicht zu machen für Weidenfeller. Sehr schön. Und jetzt gleich wieder Götze mit der Balleroberung. Jetzt kann es vielleicht wieder schnell gehen. Wenn Ramos mitrennen würde. Ramos rennt. Ramos schießt. Ramos. Mensch, Ramos mit seinem linken. Aber egal. So, jetzt geht es auch gleich wieder weiter. Hier. Und Reus rennt. Ja, ich krieg den Ball nicht auf, Reus. Oh. Jetzt ist Aubameyang durch. Aubameyang. Philipp Lahm kriegt ihn nicht. Neuer. Starke Parade. Na, kriegt er den gut weg? Ja, gut, ins Aus, egal. Besser als den eine Chance zu lassen. So, also jetzt geht's ja auch gleich wieder los. Ah, schön. Gleich wieder die Balleroberung. Götze bringt den Ball auf Reus. Kommt, glaube ich, nicht richtig an. Nein, kommt nicht an. Jetzt Ilkay Gündoğan. Oh. Spielt den Ball auf Błaszczykowski. Alaba versucht hinterher zu rennen. Gut abgeblockt. Nur leider finde ich Ecken sehr schlimm hier. Weil ich bin so eckenanfällig. Uiuiui. Ja, okay. Gut genug. Oh. Oh, jetzt wieder ein Fehler. Innenverteidiger von dem stehen noch alle vorne. Jetzt haben wir eine Konterchance. Ball kommt wieder nicht an. Wieder Chance ziehen. Anstatt zu defen, Neuer. Mann. Da müsst ihr da aufpassen, Jungs. Dürft euch nicht erlauben. So, jetzt spielt er den Ball auf Gündoğan. Gündoğan spielt dann auf Ramos. Ramos braucht Hilfe. Ramos spielt ihn vielleicht gut. Sehr gut. Reus steht da. Reus gegen 4. Reus gegen 4. Spielt ihn lieber ab. Jetzt spielt er ihn auf Müller. Müller kann schießen. Ja, ich glaube, da wäre eine Vorlage besser gewesen. Aber Ecke ist Ecke. Und hier nochmal die sehr gute Tat von Neuer. Der Schuss von, ich weiß nicht, wer das war, sah nach entweder Gündoğan oder Mkhitaryan aus. Egal. So, und jetzt wieder eine gute Chance. Kriegt er nicht. Müller versucht den Ball zu kriegen. Kriegt er vielleicht auch. Da muss Philipp Lahm sein. Da muss Philipp Lahm sein. Nein. Schön Alaba, sehr schön. War auch ein Fehler von ihm, dass er den noch so lange bei sich gehalten hat. Los. Ramos rennt wieder, glaube ich. Nein, es kommt nicht durch, der Pass. Ich glaube, Ramos ist da wieder ganz gut gerannt. Vielleicht wäre es nochmal eine gute Chance gewesen. Aber jetzt Lewandowski. Eieiei. Gut, dass ich da nochmal rangegangen bin. Lewandowski hat einen guten Schuss und das wäre nochmal hart gewesen. Okay, mein Ball. Gut. Okay, Philipp Lahm kann ihn vielleicht gut bringen. Eieiei, jetzt leckt's. Jetzt bleibt's gerade stehen. Gut, zur Halbzeit zum Glück 1:0. Läuft doch gar nicht mal so schlecht. Gute Paraden von Neuer, sehr gut gespielt alles. So, dann waren wir mal. Und auf geht's in die zweite Hälfte. Ah, okay, Neuer zur Stelle. Neuer, sie liegt noch. Gut, dass Hummels da dran ist. Oh, warum denn so ein Fehlpass? Oh, Alter. Alter, Neuer versucht den sogar festzuhalten. Was ist denn halt mit dem los? Der ist ja richtig gut. Oh! Der Schuss war schlecht von Nuri Sahin. War wahrscheinlich keine gute Idee, von dort zu schießen. Oh, jetzt Mkhitaryan.
Und sein Hummels ist im Sturm. Aubameyang! Aubameyang! Glück gehabt. Mit den Defen komme ich gerade nicht klar. Wir führen zwar 1-0, aber... Ach, Mann. Wir kriegen jetzt auch den Ball nicht mehr. So, jetzt sind wir mal wieder am Ball. Vielleicht können wir auch daraus jetzt eine Chance... ergibt sich jetzt auch daraus eine Chance. Na? Oh! Glück. Wieder abseits. Irgendwann müssen wir es jetzt mal zur Chance bringen. Irgendwie klappt das hier gerade nicht so gut. So, jetzt Reus. Vielleicht kommt er ja. Nein. Dafür ist er ein bisschen zu langsam. Hummels kriegt ihn nicht. Sokrates zu gut zur Stelle. Den muss aber Alaba haben jetzt. Spielt den zu Neuer. Neuer weg damit. Ganz genau. Ja, egal. Auch wenn er jetzt im Aus ist. Geklärt ist geklärt. So. Müssen wir warten, bis der Ball draußen ist. Mann. Mann, okay. So. Oh, gleich wieder ein langer Pass. Der ist sogar sehr gut. Auf Lewandowski kriegt der aber nicht. Glück. Der war wirklich sehr gut, der Pass. Lewandowski nun leider in der Situation ein bisschen zu langsam. Was heißt hier leider? Ist doch gut. Oh. Nein. Doch jetzt. Wenn Reus gut rennt. Oh, der Pass war aber. Komm, Ramos. Da rennt Götze. Sehr gut, das ist jetzt Götze. Tor. 2-0, Mario Götze. Schön gemacht. Da seht ihr es, ich hab's euch gesagt. Adrian Ramos ist sehr gut. Hat einen sehr, sehr schönen Pass gemacht. Ja, okay, er ist dafür bestimmt eigentlich Tore zu schießen, aber... Ich meine, Vorlagen sind auch ganz okay. So. Und schon führen wir hier 2-0. Oh. Nein. Okay. Also demnächst werden auch nicht nur Let's Plays stattfinden, sondern ich werde vielleicht bald noch einen Stream machen. Einen Livestream. Boah. Mann. Ja. Und das werde ich dann vielleicht einmal in der Woche machen oder zweimal, je nachdem wie die Lust so bei mir ist. Und sonst werden wir dann noch mehr Livestreams machen. Das alles wird natürlich über Twitch gemacht. Da sollt ihr einfach mal Quadcore LP eingeben und könnt ihr mal nachschauen. Wir werden immer per kleines Video ankündigen, ob jetzt ein Livestream kommt oder nicht. Aber jetzt erstmal hier. Mario, schieß doch einfach. Oh Mann. Mensch, Mario Götze. Ah, egal, auf jeden Fall. Wir werden immer per so ein Erinnerungsvideo oder kleines Video halt, werden wir immer machen, bevor wir im Livestream machen. Und ja. Da werden wir halt von verschiedenen Spielen das machen. Zum Beispiel vom altes Live, Arma 3 ist es. Dann noch DayZ, glaube ich, hatte der Klimbo vor. Aber ich persönlich werde nur. Oh, Ramos! Schade. Ich persönlich werde nur FIFA Livestream, denke ich mal. Ich warte momentan noch auf die guten Spiele, die noch kommen. Die werde ich, kann ich dann natürlich auch gleich machen. Aber ich hatte, jetzt Lewandowski durch. Lewandowski ist durch. Ah, so, keine Chance. Mann, jetzt wird's nochmal kribbelig. Naja, also ich warte auf jeden Fall noch auf die guten Spiele und wahrscheinlich werde ich noch, ich wollte mal The Elder Scrolls holen, aber das Spiel ist einfach von den Kosten her, ja okay, es ist, also vom Preis her ist es mir eigentlich relativ egal, aber es ist noch irgendwie nervig, dass man da irgendwie fürs Online-Zocken da 60 Tage oder so immer zahlen muss für 60 Tage. Das ist ziemlich nervig, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Boah. Oh. So, also wir haben jetzt zwei Optionen. Entweder das über die Zeit retten. Alter, der hat mich weggeschubst. Nein. Oh. Mann, los, weg damit. Was macht ihr denn da? Nein. Oh. 79. Minute. Es steht 2-2 im Signal Iduna Park. Heimspiele
gewinne ich sehr selten. Bin mehr auswärts stark, denke ich. Oder, naja. Oh, und Neuer wieder. So, ich denke mal, wenn es so weitergeht, müssen wir das über die Zeit retten. Die, das Ergebnis. Mann, Ramos schnell. Oh, das Abseits, oder? Ja. Hätte Ramos. Ich wollte eigentlich gar nicht, dass er zu Ramos kommt. Oh, was für ein Pass. Der ist schlecht. Ramos hat ihn. Oh, fällt hin. Naja. Okay. Oh, jetzt Błaszczykowski gegen Reus. Reus hat ihn. Hummels hat ihn. Bringt ihn nach vorne. Nein, kriegt er nicht. Jetzt hat er eine gute Chance. Auf der Außenlinie ist Griezmann. Griezmann. Oh, das wird Schuss. So, 85. Schüsse hatte ich 7. Er hatte 10. Ja. Und trotzdem führen wir. Wir haben die 2 Tore. Das eine von Reus, das eine von Götze. Götze, nein. Sorry für das Berliner. Jetzt Reus. Jetzt Reus. Jetzt kommt mal Reus. Jetzt Reus auf Ramos. Ich glaube, hoch wäre noch besser gewesen. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Neuer, los. So eine Scheiße. 90. Minute. Das unverdiente Tor. Aubameyang. Mann. Was soll man machen? Da hätte Hummels den Ball einfach abfangen sollen. Aubameyang nutzt sein Tempo. Neuer macht sich einfach nicht breit genug. Oder eher gesagt gar nicht. Jetzt Reus nochmal. Wir haben noch eine Chance. Jetzt der Ball auf Müller. Ne, das war's. Müsste es jetzt gewesen sein. Vielleicht krieg ich nochmal eine Chance. Das war Abseits. Müsste Abseits gewesen sein eigentlich. Jetzt vielleicht ich nochmal mit einer Chance. Nein, das müsste es gewesen sein. Er gibt mir. Ich habe einfach nicht mehr das Glück. Ist nicht mehr auf meiner Seite. Ja, das war's. So Leute, 2-2. Das bringt uns jetzt genau zu 9 Punkten. Das ist dann eigentlich ganz okay eigentlich. Ich meine, okay, wir haben 2-0 geführt, wir haben besser gespielt zu Anfang. Dann haben wir am Ende nachgelassen wahrscheinlich, weil wir 2-0 geführt haben. Das war, glaube ich, mein Fehler. Die Tore Götze und Reus und Aubameyang und Lewandowski. Das ist sehr schade, dass wir verloren haben, aber ja, ihr könnt euch ja gleich mal die Statistik angucken. Wir hatten gute Chancen, Ramos hatte gute Chancen, hat keine von denen verwandelt. Ja, ist okay. 2-2. Wenigstens nicht verloren, sagen wir es so. So, 9 Punkte haben wir. Und 5 Spiele. 5 mal 3 sind gleich 15. 15 plus 9 sind 24. Seht ihr? Noch alles drin. Wir könnten sogar noch einmal verlieren. Und dann können wir trotzdem noch die Meisterschaft holen. Also, ja. Das, ja, also ist eigentlich alles noch drin, ne? Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch sonst noch einen schönen Tag. Auch wenn das Spiel heute nicht so gut war. Aber ist jetzt auch egal. Sonst nochmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Quadcore LP, beziehungsweise euer Schwibber.